Hallo und willkommen zurück zum Hort. Hort. Ah ja, interessant. Wurfstern. Ja, so sieht's auch aus. Meinen Sie mein? Ja, beinahe. Könnte mehr Zacken vertragen, aber es geht schon. So. Vier Magiertürme in der Mitte. Schön. Jeder darf eine Stadt haben. Es gibt nur zwei Burgen, also nicht sehr viel Prinzessinnen für dich. Schauen, wo das erste Feld wächst. Oh, du kriegst einen Wagen. Dann. Und ein 400er Feld. Gut für dich. Ah, das ist doch das böse Haus. Das mache ich gleich weg. Hä? Bei mir sah das nicht wie eins aus, aber in Ordnung. Ich habe nicht rechtzeitig geguckt, keine Ahnung. Ich meine, keine Ahnung, ich habe ein Achievement für die Gebäude, also ich kann nachgucken, ob sich das live aktualisiert. Ich meine, es wäre doch komisch, wenn wir die nicht identisch sehen würden. Da ist doch noch eins, oder nicht? Hat bitte! Start! Ach Gott, sie ist rot geworden, Gott sei Dank. Noch länger hätte ich nicht warten wollen. Dreifach Multiplikator, gut, jetzt erst die Beute zurückbringen. Voll vergessen, meinen Feueratem zu verbessern. Scheiße, dauert ja 100 Jahre jetzt. Aber nicht nochmal schießen. Oh mein Gott, ich halte es nicht aus. Oh, shit. Burg bei mir ist gespawnt, falls du Interesse hast. Ich werde sie dieses Mal nicht zerstören, oder zumindest noch nicht. Nur für dich. Schauen wir mal. 18. Warte mal, das sind. Ah, das sind Zauberjuwelen. Ich dachte, ich hätte hier auch was für Wirtshäuser. Da 81. Diese Löcher in der Map sind echt nervig. War das eins? Nein, anscheinend nicht. Sind 89. Ah, okay, siehst du? Dann habe ich also doch das bessere Auge gehabt oder so. Brauche ich dich? Nee, eigentlich wollte ich. Shit, das ist bei mir Gebäude. Ja, ich meine, gut, wenn du dir das merkst. Ich habe das halt alles durch normales Gameplay damals bekommen. Kannst natürlich jetzt keine drauf. Was ist denn normales Gameplay? Keine Ahnung, ich kann mich nicht erinnern, damals mit irgendwem gezockt zu haben. Also wahrscheinlich habe ich einfach nur alle Level mal gemacht. Ich bezweifle, dass ich mich hingesetzt habe und mit Absicht was gefarmt habe. Ich meine, ich kann mich irren. Wer weiß, was ich 2012 und 2014 mal gemacht habe. Fakt ist, ich habe schon alles außer die 1000 Wägen. Und ich bin mir nicht sicher, welche von diesen Wägen auch die kleinen sind oder die großen. Da ist eine Prinzessin. Ich lasse sie liegen. Die liegt jetzt bei einem Bogenschützen. Viel Spaß. Au! Okay, da hat's dich wohl zerlegt. Ja, du hattest die Stadt eigentlich schon. Eine fiese Kombo. Du siehst das doch. Ja, warte, ich muss erstmal wieder nach oben laufen. Oh mein Gott, ich hasse es. Ich will keine Burg so nah an meinem Haus haben. Hey, was machst du hier? Genervt werden von den Leuten. Du warst gerade in meiner Stadt und hast, glaube ich, auch ein Gebäude zerstört, also. Ich weiß ja nicht. Müsst mal gucken, ob es fürs gegenseitige Bestehlen nicht noch ein Achievement gibt. Könnt ihr ja wetten. Ich hol mir das Upgrade jetzt jedenfalls. Hä? ETF? Achso, ich habe Feuerbälle. Ja. Oder ist das nur verstärkt? Nee, das ist Feuerball, ja. Na ganz toll. Feuerball. Ich kann Felder gar nicht erwischen mit dem Feuerball, glaube ich. Muss ich noch Bogenschützen töten? Schon, oder? Ja. Sicherheit. Ah, oh, okay, das ist das Niederbrennen. Ja, das ist mir manchmal lieber als ein Feuerball. Du musst mal was tun, dass dir die Stadt gehört. Die hier. Ja, wäre doch sinnvoll, würde ich jedenfalls mal sagen.
Oh, 900er Schubkarren. Die hauen raus, ey. Oh shit, ich bin bei einem Ritter reingelaufen. Ich musste mal entsorgen. Du hast auch eine Burg, oder? Da brauchst du ja keine Burg. Oh. Eine reicht doch, oder? Darf ich die zerstören? Ich weiß nicht. Warte noch. Komm, könnt ihr upgraden. Oh shit. Geht er da rein? Da geht er rein. Mein Gott, Alter. Der hat so wenig Travel Time. Voll das Problem. Eigentlich jede Map ist auf Drachen optimiert. Hi, Mr. Turm. Oh, sehr schön. Freut mich, dass es den auch mal wieder gibt. Eine Stadt ja fast komplett zersiebt. Darf ich mir was von dir holen? Was willst du von mir? Ich hab das Diebstahl-Item. Oh, das fände ich auch nicht sehr nett. Du verlierst halt dein Multiplikator. Lass mich mal gucken, ob es dafür irgendein Achievement gibt. Dieb? Na warte, Dieb habe ich ja schon gesucht. Das könnte, anderer Drache. Keine Ahnung. Ich suche mal nach Sachen mit Drache im Namen. Besiege jeden Drachen in einer Mehrspielerpartie mindestens einmal. Ich ohne weiß selbst dreimal den gleichen, ohne besiegt zu werden. Deine ersten gegnerischen Drachen. Besiege zwei auf einmal, ist das, was mir noch fehlt. Genau. Gewinne ein Schatzlevel, ohne einen einzigen gegnerischen Drachen zu besiegen. Freundlich. Ja, das machen wir die ganze Zeit und das zählt nicht. Ich mach Shift-Tab weg und da ist ein Dieb vor mir. Ich bin so, oh shit. War jetzt aber knapp. Mal schauen, ob wir das freundliche Achievement bekommen, wenn wir AI im Spiel haben und dann einfach nur fliehen und nicht kämpfen. Oh mein Gott, Alter, ist hier viel. Das wird sehr nervig. Ja, mir gefällt es ja auch nicht mehr. Ich gehe nur noch außenrum an die Mühlen. Das ist mir sonst zu stressig. Es ist nicht viel, aber es ist ehrliche Arbeit. Hey, WTF, was soll das? Keine Ahnung. Ich komm so gar nicht mehr an die Prinzessin, weil das einfach so voll. Ich hab grad meinen eigenen Gegner ist. Hey. Ich kümmere mich mal um einen von den Magiertürmen. Dann. Das hilft dir ja sicher. Ich gebe mir nur noch schnell eine Rüstung. Scheiße. Zu drei können wir das eigentlich. Wer hat mich jetzt von hinten? Ach, du warst das! Ja, klar, ich wollte auf den Turm und dann biegst du auf einmal in meine Richtung ab. Ja, das können wir jetzt zu zweit nicht mehr so gut machen. Ich stand doch schon vor dir bei dem Turm. Fuck, jetzt habe ich auch noch einen Ritter. Ja, fang mit dem anderen Turm an. Jetzt sind die zu zweit auf beiden Seiten. Nee, ich gehe da gar nicht mehr hin. Das ist mir egal, ich habe doppelt so viele Punkte wie du. Ich habe meinen nächsten Sieg in der Statistik. Ich fange jetzt einfach nur diese Wägen ab. Alter! Was läuft bei euch, Magier? Oh shit! Boah, nee, das kotzt an. Ich will ja nicht sterben. Andererseits, so schlimm wär's jetzt gar nicht. Ah. Wie soll man denn das machen? Hast du einen Feuerball irgendwo rumliegen sehen oder so? Ich habe einen, aber. Warte mal, da unten ist ein Item. Ich habe mal mein Klau-Item benutzt. Da habe ich den Feuerball eingesammelt. Ich hoffe, dass es ein Feuerball ist. Ja, ist es. Ja, den einen habe ich zerlegt. Ja, ich habe mein Kristall. Nice. Viel Glück beim anderen.
Mit Eis können wir sie einfrieren, aber es muss halt auch erstmal spawnen. Ich zerstöre meinen eigenen Bogenschützen für dich, falls es dir hilflich ist. Oh mein Gott, irgendwas. Die haben einfach zu viel Reichweite. Ach, es ist schon wieder vorbei. Naja, dann. Oh nein! Oh, stopp. Und ein Dieb kommt auch noch und bereichert sich. Arschloch. Ach, was soll's. Zumindest nur noch 9 davon. Jetzt wird's bald spannend. Und damit meine ich, dass wir nicht mehr zu zweit auf der Map sind. Also die Wegen sind, glaube ich, das, was zwischen den Städten rumfährt. Und die Bauernkarren sind das, was von den Mühlen kommt. So, warte, ist Bauernkarren echt ein eigenes Achievement? Ja, ist Bauern. Bauernkarren zerstöre 1000 Bauernkarren. Weiß nicht, ob das passt. Oh, okay, das heißt, ich brauche nur noch die Wägen, die mit 2 Fässern oben auf. Ich weiß jetzt nicht, ob die besonderen explosiven Wägen da auch zählen. Ich denke jetzt mal. Ich hoffe doch. Aber andererseits, naja, absolut. Konzentriere ich mich mal auf die Städte. Naja, also wir haben Wurfstern gemacht, also gehen wir jetzt zur Erntezeit. Oh, super. Nur eine Stadt. Ist das voll mit Mühlen? Ja, sieht so aus. Du erkennst es doch inzwischen, oder? Nein. Jetzt muss ich gerade überlegen, habe ich noch ein Achievement für Felder? Das ist alles, was ich spontan sehe. Also ich habe nichts. Du hast 20 Achievements weniger als ich, also kann schon sein. Bauernkarl kann ich auf jeden Fall einen Haufen. Also auch Felder habe ich auch. Gibt es keine Magietürme, kann das sein? Ist die Stadt nicht, bevor sie überhaupt gewachsen ist? Ja, keine Ahnung. Hab mir gedacht, vielleicht kann ich sie ja schon mal umkonvertieren oder so. Nee, du musst Gebäude dafür zerstören. Ich dachte, die Stadt selbst auch. Nein, dann vergisst sie. Ja, nicht komplett, aber halt so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das nicht komplett wird. Oh, okay. Hey, oh. Ja, das hast du auch gehört. Okay. Ich habe keinen Bock, gegen Bogenschützen zu kämpfen. Andererseits du wahrscheinlich auch nicht. Aber dir ist schon klar, dass aktuell die gar nicht dich angreifen. Ja, eben. Deswegen habe ich ja die Stadt eingenommen. Aber die Frage ist, mache ich jetzt mit dir einen Kompromiss in dem Sinne, dass ich sage, ich töte sie für dich? Oder du übernimmst die Stadt und tötest sie dann für mich? Hätten wir nie Bogenschützen im Weg, weißt du? Nur eine Stadt. Und die großen Wägen werden wahrscheinlich nur von Stadt zu Stadt verschifft, oder? Und nicht von Stadt zu Mühlen. Oh, ja stimmt. Könnte sein, dass hier gar keine kommen. Schade für mich. Es kommen nur die Wägen, die zu dir fahren. Ist egal. Wir sammeln Multiplayer-Spiele und ich sammle meine Multiplayer-Siege. Bin also ganz zufrieden. Was tust du da? Hey! Willst du mich verarschen? Okay, im letzten Level habe ich dein Hort beklaut und du hast es nicht einmal bemerkt. Jetzt habe ich es zugegeben. Das war meine Rache. Und links ist ein Feuerball. Naja, das Ding ist, sowas wie die Karren, die zu dir fahren, zu zerstören, ist halt auch ein Ding. Warte, echt? Tributskarren vom Gegner? Kannst du gucken. Ja, das ist doch blöd, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das dabei war. Dann habe ich das aber schon gemacht, scheinbar. Tribut. Ja, keine Ahnung, ich habe das doch. Lass dir von einer Stadt Tribut zahlen, 2012. Alle Städte, mehr als eine, zollen dir Tribut. Zerstöre 25 gegnerische, 100 gegnerische und einen gegnerischen. Und sammle 250 selbst. Ja, 100 gegnerische habe ich schon 2017 zerstört, also. So betrachtet. Empfange deinen ersten. Ja, okay. Mir fehlt nur noch Empfange 1000. Also zerstören muss ich keinen, aber meinetwegen, wenn es dir hilft, dann zerstör du meine jetzt erstmal. Andererseits, es kommen sowieso bald. Wir können die NPCs die Tribut zahlen. Naja, egal, zerstör sie ruhig. Ich kann ja sowieso nicht farmen, es wird ja nicht mehr bei mir, also. Das ist halb so wild. Da kommt übrigens gerade wieder einer. Nützt ja nichts, wenn ich ihn zerstöre. Ich meine, ich glaube, das ist auch nett, oder? Ich glaube, es gab auch einen nur Tributskarren zerstören. Was auch für deine zählt, aber wahrscheinlich hast du das auch. Ja, als ob das zerstören. Warte, was? Nee, ist auch egal. Ich habe gerade alles mit Tributskarren durchgelesen. Ich habe ja nach Tribut gesucht. Ich muss nur noch empfangen. Und empfangen will ich sie ja nicht zerstören. Ach, Dreck. Oh, ein Heil-Upgrade, wie schön. Ja.
Fall macht man hier auf der Map einen Haufen Farming. Wir müssen auf jeden Fall gucken, wenn man Bauernkarren farmen will. Felder. Hier gibt's gar nichts, was uns angreift, außer wir selbst. Ja, und die Bogenschützen, die nur wieder spawnen. Ja gut, das ist dein Problem. Kleiner sagte. Ja, ich denke mir nur gerade, warum zur Hölle habe ich Rüstung schon auf Stufe 3? Das nützt mir ja eigentlich gar nicht. Weiß nicht, warum das so umskillt hast. Ja, weiß ich eben auch nicht. Gut, ich glaube, ich habe da auch ein bisschen reingeskillt. Jetzt muss ich da reinskillen, weil mein Level-Up mir nichts anderes als Skillen erlaubt. Ja. Fieses System. Nein, ich find's eigentlich ganz gut. Komm auf meinen Berg und ich bring dich um. Wie heißt denn der Berg? Yggdrasil. Was? Ja. Benannt nach einem Baum. Aber nach einem Baum? Hä? Ja, Yggdrasil ist ein Baum. Das musste ich jetzt dazu sagen, dass irgendjemand denkt, ich bin bescheuert. Denn ein Berg danach, aber... Mir ist gerade kein Berg eingefallen. Mount Fuji. Auf Japan. In Japan, nicht auf Japan, aber auch immer. Doch, die Berge stehen immer auf den Ländern. Ja, ich meine, könnte sein. Weiß ich tatsächlich jetzt eher wenig. Spawn gar keine Diebe, ist das schön hier heute. Oh, du hast hier aber einen schönen Haufen Gold. Jetzt willst du mal einen Goldhaufen. Lecker. Ja, das war doch schön. Hey! So viel zum kein Damage kassieren. Hey, hast du das sowieso schon oder nicht? Wieso? Wer sollte mich gedamaged haben? Ich habe die Stadt eingenommen, bevor es Bogenschützen gab. Aber ist egal. Oh, zählt hier, glaube ich, hier nicht. Danke für die 3000. Außerdem kann ich jetzt meinen Vorsprung weiter ausbauen. Warte mal, war die Stadt gerade Niemandsland? Jetzt ist sie jedenfalls wieder rot geworden. Die Stadt war nicht Niemandsland, das war meine. Hab ich nicht gesehen. Ja, das ist ein Tributskram. Ich habe ein Tributskram bekommen. Ja, reicht doch. Dachte, du wolltest meine zerstören. Nicht andersrum. Ja, keine Ahnung, irgendwie sehe ich die nie. Ja, die kommen ja auch nicht auf deine Hälfte vorbei. Ja, hier siehst du direkt der Weg. Du musst halt hier bei mir stehen, sozusagen. Oh, ist ja wieder meine Stadt. War ich aus Versehen, weil ich eigentlich nur die Karten aufstellen will, die da rumfahren. Zerstöre ich jetzt deine? Muss ich ja gar nicht. Weiß nicht, oder? Stör ich meine eigene, das ist glaube ich auch was. Das glaube ich nicht, aber wäre irgendwie witzig. So ein Ups-Achievement. Na, vielleicht bin ich blöd, aber ich glaube schon, dass meine eigenen Zerstörung auch dabei ist. Ja, dann ich dir das nachher nochmal tun. Oder tu es jetzt und gib mir einen weiteren Sieg. Ist nicht so, als könntest du noch gewinnen. Na ja gut, du könntest sicher noch gewinnen. Dein ja Multiplikator nicht. Ist wieder auf 2. Geh hier noch ums Grind. Was grindest du denn? Gold? Es gibt kein 10 Millionen Gold-Achievement. Aber das wäre ja, ich grinde Felder, ich grinde Markenkarren. Ach, Felder auch? Ich weiß nicht, ob Stadtgebäude was haben. Damit also im Endeffekt sicher. Spielst du das Spiel und gleichzeitig machst du Achievements. So sehe ich das jedenfalls, oder so habe ich es damals gesehen. Meine Kapazität ist einfach so gigantisch. Willst du ein Duell haben? Oder nicht bei Yu-Gi-Oh! Einfach nebeneinander hinstellen und gleichzeitig losfeuern. Wer zuerst stirbt, verliert.
Ich hab Angst, sehr wahrscheinlich. Du magst immer die Duldis-Variante. Okay, ich dachte mir schon, ich habe möglicherweise einen Vorsprung, aber... Ballertail! Oh mein Gott, das tut ja weh! Ballertail, Dennis! Ich hoffe, es stört dich nicht. Okay, ist abgelaufen. Ja, ich hab scheinbar die Mühle erwischt. Nice. So, eh lernen, damit klar zu kommen. Auch wenn Terraria 2D ist, das ist was ganz anderes, ist, wenn man so hat. Ja. Aber guck, man kann jetzt unendlich fliegen in Terraria. Unendlich, sagst du. Ja, gibt ein Item dafür. Gibt ein Item dafür. Von der Empress of Light. Aber du dann unendlich fliegen kannst, wenn du Flügel hast. Ich dachte, warte mal, man konnte bereits unendlich fliegen. Das gab ein Moonlord-Item dafür. Ich meine, kommt auf deine Definition von Fliegen an. Du meinst Gravitation in der Luft ändern? Genau. Ja, das ist nicht wirklich meine Definition von Fliegen. Die Empress of Light ist vor Moonlord. Du hast die ganze Stadt eingerissen. Was hast du für eine? Au! Jetzt hast du mich eingerissen! Ja, ist doch wurscht. Möglicherweise habe ich dich zweimal beklaut. Gut, wir werden nicht vergessen, weiter geht's im nächsten Part. Genau, ciao. Ciao.